Was jetzt hier wie ein Weg aussieht und auch unseren Weg darstellt, ist früher mal der Weg vom Wasser gewesen. Also wir sind in einem ausgetrockneten Bachbett, glaube ich, ne? So ist es. Und warum marschieren wir hier jetzt durch? Ja, das ist das sogenannte Rabenbachtal oder Rabenbachtobel. Weiter hinten verhärtet sich der Eindruck des Tobels noch mehr als hier. Warum wir hier sind, hat folgenden Grund. Dieser Rabenbach hat eine Schlucht von etwa 40 bis 60, fast 70 Metern Tiefe in dieses Schichtpaket des Haslachschotters und darüber des Mindelschotters gegraben, eingefräst. Und hat somit auch, nachdem der Mindelschotter durchstochen war, sozusagen den darunterliegenden Haslachschotter angeritzt. Und jetzt haben wir in diesem Tal, bloß weiter zurück, da müssen wir noch gewaltig laufen, haben wir eine Verzahnung gefunden zwischen Haslachschotter und Haslachmoräne. Und die Haslachmoräne ist das Ziel unserer Wünsche heute. Die wollen wir sehen. Da sieht man nicht sehr viel, nur ein paar Quadratmeter, aber es ist eindeutig Moräne. Auf dem Weg zu unserem Ziel dieser Moräne fällt jetzt der hohe Anteil an kristallinem Gestein hier auf. Ja, da müssen Sie sich vorstellen, dass auf diesem Haslach Schottermaterial die ganzen Ablagerungen der Mindeleiszeit noch drauf liegen. Und Mindel hat wiederum einen sehr viel höheren Anteil an Kristallin gegenüber Haslach oder gar Günz. Wird das praktisch immer mehr? Wird immer mehr, nach oben wird immer mehr Kristallin zu finden sein. Und jetzt muss man noch Folgendes berücksichtigen. Das, was hier an kristallinem Gestein herumliegt, und das ist in der Tat sehr viel, das ist nichts anderes als Versturz von oben herunter. Von der Mindelmoräne in die Tiefe des Bachbetts herein. Da haben wir Sandsteine, da haben wir Gneise, da haben wir Kristalline, hier ein Augengneis, einfache Kalke, also kunterbunt durcheinander, gequälte Kalke hier drüben, aber hier sogar ein Quarz, ein reiner Quarz, aber der ursprüngliche Eindruck des erhöhten Kristallingehalts ist absolut richtig. Nur dürfen wir uns nicht rausbringen lassen. Das hat zunächst mit dem Haslach anstehenden Material rechts und links, das sind diese kleinen Steilhöhen, nichts zu tun, sondern ist Versturz von oben herunter und dann auch vom Wasser herantransportiert. Was man hier auch noch nett sehen kann, das ist die sogenannte Dachziegellagerung. Das ist eine Form der Energievernichtung, die ein Bach zu erdulden hat. Wenn da Wasser kommt, Material mitbringt, dann lagert das Wasser dieses Material ab und es lagert das Material dachziegelartig ab. So wie die Dachziegel aufeinander geschichtet sind, so sind hier die Steine durch die Kraft des Wassers übereinander gelegt worden. Das bewirkt, wenn das Wasser hierher kommt, dass es gebremst wird. Es wird also Energie vernichtet. Und Energievernichtung bedeutet, dass die Tiefenerosion weniger wird. Der Bach schützt also sozusagen durch diese Form der Sedimentation, da haben wir es wieder, dachziegelartig übereinander, hier wieder, seinen Einschnitt in die Tiefe.